Herzlich willkommen zu unserem neuen YouTube-Video hier auf unserem Arrow Up Karrierekanal. Wir zeigen Studenten und Absolventen, wie sie Topnoten in weniger Zeit erreichen und wie sie sich nachhaltig ihren Traumberuf sichern bzw. sich richtig auf dem Arbeitsmarkt positionieren. Ja? Eins mal vorab, weil wir gerade immer mehr Anfragen bekommen. Wir sind auch in dem selbstständigen Bereich unterwegs, ja. Das bedeutet, es kann auch sein, dass die Selbstständigkeit für euch gut geeignet ist. Allerdings müssen davor natürlich die ein oder anderen Bedingungen erfüllt sein, ja. In dem Video soll es um Ausreden gehen, ja. Ich denke, Ausreden kennt jeder. Jeder nutzt sie manchmal. Ausreden, im Extremfall eine Lüge, Notlüge, ist vielleicht manchmal noch okay. Aber eine Ausrede hindert euch von den tatsächlich wichtigen Dingen oder hindert euch oft von den tatsächlich wichtigen Dingen und bringt euch auch nicht euren Zielen näher. Ja? Wir werden auch in den nächsten Videos genauer zu den Zielen sprechen, was wichtig ist, wenn man sich Ziele setzt. Haben es in den vergangenen Videos schon mal angesprochen. Aber es gibt dann doch immer viele, die haben Ausreden parat. Oder ihr Hirn hat Ausreden parat. Und das kann alles Mögliche sein von mein Hamster muss zum Friseur bis hin zu, ja, mein Professor ist ein Idiot, deswegen schaffe ich das nicht. Oder ich bin selber nicht gut genug und traue mir das alles nicht zu. Ich kann das nicht, ja. Das sind alles Ausreden, die man sich im Grunde genommen ersparen kann, weil sie nichts am Ergebnis ändern, ja. Bedeutet, ich setze mir jetzt in der Gegenwart ein Ziel und ich will dieses Ziel erreichen und eine Ausrede, weil ich das Ziel nicht erreicht habe, beispielsweise ich will abnehmen, ja, um es mal in einen anderen Bereich zu transferieren. Ich will abnehmen, sage ich, okay, ich will in den nächsten 2 Monaten 5 Kilo verlieren und dann fange ich an mit dem Prozess, jetzt in der Gegenwart, sage ich, ich will abnehmen, fange an mit dem Prozess und dann ist zufälligerweise halt gerade jede Woche ein Fest oder ein Geburtstag. Und dann kommen Leute mit dieser Ausrede um die Ecke und sagen, oh, ich konnte nicht abnehmen, weil da war es jede Woche ein Geburtstag und da gibt es immer so leckeres Essen. Ja, und der Standardsatz, der dann immer kommt, ist, ich wollte eigentlich abnehmen, aber Fett wollte ich verlieren, aber ich wollte eigentlich Muskeln aufbauen, aber. Und dieses Wort aber ist extrem tödlich, weil wenn ihr mal genau auf den Satz schaut, ich wollte eigentlich abnehmen, aber es gab immer so gutes Essen und diesen Satz zerlegt in diese 2 Teile, ich wollte eigentlich abnehmen, erster Teil, aber es gab so gutes Essen. Zweiter Teil, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Nada. Das ist ungefähr, wie wenn ich sage, ich weiß nicht, ob man das draußen sehen kann oder ob das unscharf ist. Gerade hat es so 24 Grad hier und es scheint die Sonne. Man kann in einem entspannten Polo rausgehen. Ich sage jetzt aber, boah, ich wollte eigentlich rausgehen, aber ich habe gehört, im Atlantik schwimmen richtig viele Haie. Das ist genauso, also das hört sich jetzt lächerlich an, aber das ist genauso ein Beispiel, ja. Das gibt keinen Sinn. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Anstattdessen solltet ihr eins machen. Ihr solltet sagen, ich will abnehmen und auf diesen Partys gibt es immer leckeres Essen. Entschuldigung. Ja, was macht ihr also? Ihr ersetzt das Wort aber mit dem Wort und schon habt ihr einen viel logischeren Zusammenhang. Dann kann euer Hirn auch keine Ausrede mehr bilden daraus. Ja, aber es gab immer so gutes Essen. Aber ich konnte das nicht machen. Aber der Professor ist schuld. Bla, bla, bla. Am Ende des Tages interessiert sich niemand für eure Ausreden, sondern nur für eure Ergebnisse. Dementsprechend schaut, dass ihr euch selber Energie gibt. Macht das mit dem Wort und. Das funktioniert übrigens auch, wenn ihr euch selber motivieren wollt. Ja, ich will 15 Kilo abnehmen in 2 Monaten, aber das ist sehr, sehr schwierig. Wenn ihr sagt, ich will 15 Kilo abnehmen in 2 Monaten und das ist sehr, sehr schwierig, dann habt ihr nicht direkt die Ausrede. Ja, okay, es ist ja schwierig, deswegen kann ich es nicht machen. Es funktioniert nicht nur für Ausreden, sondern auch für Ziele. Also nutzt dieses powervolle Wort und, ersetzt jedes aber durch ein und schon habt ihr mehr Energie, könnt eure Ziele besser verfolgen und kommt besser voran. Das verspreche ich euch. Schreibt gerne mal in die Kommentare, Entschuldigung, wie oft ihr schon Ausreden gesucht habt, beziehungsweise wie oft ihr das macht und euch eigentlich Ziele vornehmt, die ihr dann aber nicht erreicht, eigentlich euch Ziele vornehmt, die ihr erreichen wollt, aber ihr erreicht sie dann nicht, weil ja irgendetwas passiert ist, also irgendeine Ausrede
vorhanden ist. Und versucht das mal mit dem Virtual und, das wird einiges ändern. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zu der Thematik oder auch zu unserer Expertise, schreibt es gerne in die Kommentare oder tragt euch direkt zu einem kostenlosen Erstgespräch mit uns ein. Wir schauen uns innerhalb von 1,5 Stunden deine Situation an, analysieren sie kostenlos und geben dir auch Ratschläge mit, wie du dein Studium besser, effizienter und auch mit mehr Optionen aufbauen kannst. Bis dahin, alles Gute, dein Valentin. Ciao.